Freunde, ich war heute im Brookhaven unterwegs und ich habe mir gedacht, weißt du was, es ist irgendwie langweilig und ich werde einfach mal einen Prank machen und ich habe mir gedacht, ich verkleine mich mal heute, also ich mache mich heute zu einem Kind und mache mich ganz klein und ich tue so, als ob ich wieder ein Kind wäre und gehe dann in den Kindergarten und schaue mal, was dann passiert. Oh, so langweiliger Tag, ganz ehrlich. Ich habe eine Idee. Ich mache mich jetzt mal kleiner eben. So. So sehe ich doch gut aus. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auch in den Kindergarten, weil ich möchte einfach mal wieder wissen, wie es ist, als Kind zu sein. Hm. Aber dazu, was macht er jetzt im Kind? Ja, in den Kindergarten gehen, ne? Aber vielleicht wird die Erzieherin oder der Erzieher mich erkennen und dann wieder merken, so, ah, ich bin doch gar kein Kind, das in dieses Kindergarten geht. Aber ganz ehrlich, ich probiere es einfach mal. So, im Kindergarten müsste ich auch schon sprechen können, also leicht. Das heißt, wo ist der Eingang? So, hier. Okay. Oh. Hallo, hallo, ich bin der Claudio. Hallo, Claudio. Bist du neu hier? Also bis jetzt wurde ich ja ganz nett empfangen. Ja, ich bin neu hier in der Stadt und ich bin mit meiner Familie hierher gezogen und meine Mama hat eigentlich schon bei Ihnen angerufen gehabt und mich eigentlich schon angemeldet. Deshalb freue ich mich jetzt hier zu sein. Vielleicht kommen die Unterlagen ja noch. Oh, Mann, Freunde, bin ich schon aufgefallen. Das war gerade nicht so klug von mir. Ich habe Unterlagen gesagt. Ich hätte eigentlich Papier sagen sollen oder irgendwie was anderes. Aber ist ja auch egal. Mal schauen. Ah, okay. Dann herzlich willkommen. Oh, Freunde, wie cool. Sie hat das jetzt mir abgekauft. So, ich springe erstmal rum. Wie cool ist das denn? Ich bin im Kindergarten und jetzt darf ich hier rumspringen. Wie cool ist das denn? So, ich schiffe erstmal auf den PC. Ah, cool. Ich mache einen Jump'n'Run. Woohoo. Oh nein, ich glaube, die Erzieherin ist da nicht vorne nicht begeistert. Hey, lass es! Okay. Es tut mir doch leid. Ich bin doch bereit, mich so zu ändern. Hör auf zu singen! Freundin, anscheinend mag die Erzieherin nicht, wie ich hier singe, aber ich habe mir gedacht, wisst ihr was, ich singe mal ein Lied von meiner Kindheit, von was ich immer gehört habe als Kind, aber gut, anscheinend gefällt dir das nicht. Ach, weißt du was, hier ist langweilig, ich gehe mal zu den anderen Kindern. Was ist das denn hier? Was ist denn das, bitteschön, für ein Typ? Wie sieht der denn aus? Der hat anscheinend zu viele Proteinriegel gegessen. Wer bist du denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wieso denn OMG? Hm. Ja, also ich bin der Claudio. Und du? Wer bist du? Sag mal, hast du als Kind so viel Essen bekommen? Oder warum siehst du so muskulös aus? Ja, Uga Uga. Uga Uga, ey, du bist im Kindergarten. Du sollst doch schon reden können. Von Uga Uga, was ist das denn für einer? Ich bitte dich, anscheinend hat er zu viel Proteinriegel gegessen. Komm, lass mir dir das mal in Ruhe. Ich habe keine Lust, da mit dem im Bällebad zu sein. Ich gehe mal hier hin. Wer ist das denn hier? Hallo, wer bist du und wie heißt du und was machst du hier? Und ganz ehrlich, coole Haare, muss ich sagen. Hi, danke, du auch. Ich weiß jetzt nicht, was mit danke du auch meinst, aber ich glaube, das Kompliment zu den Haaren, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, kein Problem. Und was machst du hier? Na, spiel, du Idiot. Bitte was? Wie sind denn die Kinder drauf? Was soll das denn jetzt heißen? Warum denn Idiot? Ich habe doch nur gefragt, was du machst. Mann, wird jetzt einfach gesagt Idiot. Verstehe ich nicht. Weißt du was? Dann lass die Kinder hier in Ruhe. Die sind alle mit zu blöd. Aber ganz ehrlich, der sieht doch eigentlich ganz cool aus so. Vielleicht könnte ich ja mit dem spielen. Ey, du, sag mal, hast du vielleicht Lust mitzukommen? Du bist auch im Kindergarten hier öfter. Hast du vielleicht Lust, mit in die obere Etage zu gehen? Boah, nee, eigentlich nicht. Aber na gut. Was soll das denn heißen eigentlich nicht? Ich bin der Coolste hier im Kindergarten. Was denkst du, wer du eigentlich bist? Wie ist überhaupt dein Name? Verrat mir mal deinen Namen. Timmy. Ja, Timmy ist ein cooler Name, aber Timmy, jetzt lass mal nach oben gehen, komm. Müssen wir vielleicht bei der Erzieherin uns erstmal anmelden, dass wir nach oben gehen, oder wie ist das? Juckt. Let's go! Okay, ich merke schon, mit dem Timmy hat man immer Abenteuer. Okay, Timmy, dann gehen wir los. Oh, die Erzieherin ist das, aber sie hat aber nichts gesagt. Das heißt, wir können hochgehen. Oh, Timmy, wie cool ist das denn hier? Timmy, ganz ehrlich, du musst mir mal verraten. Ah, ja, tanzen. Ich will auch mit tanzen. Das ist schon ziemlich cool hier. Wuhu, Timmy, wie cool ist das denn? Aber Timmy, sag mal, hier ist es doch ein bisschen langweilig innen drin, weil guck mal, hier oben gibt es ja nichts mehr. Kann man hier vielleicht irgendwie rausgehen? Gibt es hier vielleicht einen geheimen Gang oder so, wie man hier raus kann? Hast du vielleicht eine Ahnung? Ja, easy, mir nach. Ja, warte, Timmy, Moment, da muss ich dir nach. Ich so, er schleicht da drin, ne? So, er kriegt jetzt raus. Okay, Timmy, let's go. Ich folge dir. Ob uns die Erzieherin jetzt hört, das will ich lieber mal nicht hoffen. Ja, Timmy, los, geh weiter. Soll ich mal furzen? Nein, furz nicht! Was soll das denn heißen? Was für furzen? Geh weiter! Ha, 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 ha. Was für ha, 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 ha? Jetzt geh weiter! Meine Güte, im Kindergarten, da merkt man echt, das sind noch Kinder. Was soll das denn jetzt? So. Okay, Timmy, und jetzt? Oh, Timmy, ich bin runtergefallen, Timmy. Oh, nein.
Hallo, liebe Erzieherin. Was machst du hier? Was ich hier mache? Ich schnappe gerade frische Luft. Oh Mann, jetzt werde ich hier mitgenommen. Warum werde ich denn das mitgenommen? Toll. Und Timmy hat es geschafft. Timmy ist noch oben geblieben. Ich bin abgerutscht, weil ich die ganzen Wege noch nicht kenne. Super. Aber ganz ehrlich, ich verrate Timmy nicht, weil das ist ein Freund von mir. Deswegen lassen wir ihn mal in Ruhe. Ah, gut, dann ist jetzt Timmy da draußen und Timmy ist jetzt in Freiheit und kann jetzt chillen. Und ich bin jetzt hier eingesperrt. Na Mann, ey. Na gut, aber du hast Hausarrest. Ich habe Hausarrest. Du bist wie meine Mama. Du kannst mir keinen Hausarrest geben. Aber weißt du was? Ich bleib hier freiwillig. Ist okay. Oh, Timmy tanzt da drüben schon wieder. Das gibt's doch nicht. Boah, ganz ehrlich, Timmy, alles deine Schuld, Bro. Hättest du nicht mich auf die Idee gebracht, rauszugehen? Und ich bin mir jetzt auch sicher, dass du wahrscheinlich gleich wieder nach draußen gehen wirst. Hahaha, Loser. Ja, super, jetzt lacht er mich aus und vermutlich geht er gleich wieder raus und hat ein bisschen Spaß und ich muss hier drinnen Hausarrest haben. Ja, toll. Ah, ja, gut, dann gehe ich hier spielen, so. Oh Mann, ey, das ist der Bereich für die Neugeborenen. Ich bin doch kein Neugeborenes. Oh Mann, dann bleibe ich eben hier und warte, bis mich die Familien abholen oder so. Oh Mann, hier ist schon langweilig. Ach, Timmy ist wieder hier. Was möchte denn Timmy jetzt von mir? Na, wie geht's? Boah, Timmy, das ist nicht lustig, ganz ehrlich. Ah, wie soll's mir denn gehen, Timmy? Ich steck hier fest. Sag mal, was hast du denn jetzt vor? Warum fragst du mich, was ich, wie es mir geht? Was soll das? Ich schleich mich jetzt raus. Oh, jetzt tanzt er auch noch. Er schleicht sich wahrscheinlich dann da raus, wo wir gerade zusammen abhauen wollten. So toll, der ist bestimmt auch jetzt schon weg. Oh ja, ich schleich mich jetzt raus. Oh, ja, mach das, Timmy. Oh Gott, ey, die Kindergärtnerin sieht das ja nicht mal. Oh Mann, ey, der schleicht jetzt einfach wieder raus und ich bin hier eingefangen. Ich habe keine Lust mehr so. Wann kommen die Eltern und holen die Kinder jetzt ab? Ich habe keine Lust mehr, hier zu bleiben. Eure Eltern kommen jetzt. Oh, endlich werden wir abgeholt. Wie cool ist das denn? So, ich warte jetzt hier am Eingang, bis alle Kinder weg sind und dann bin ich auch endlich weg. Alle vorne versammeln. Oh, wie cool ist das denn? So, ich bin hier. So, ich warte hier. Oh. Ich merke gerade, ich habe doch gar keine Eltern. Das heißt, eigentlich kann ich nicht abgeholt werden. Das ist jetzt nicht so clever. Aber gut, dann warte ich hier vorne einfach. Madeleine, du wirst abgeholt. Die Madeleine ist jetzt auch weg. Das heißt, ich bin nur noch alleine hier mit der einen, die nicht mit mir redet. Toll. Oh, jetzt muss ich warten, bis sie alle abgeholt werden. Fiona, du bist dran. Ach, Fiona heißt sie. Gut zu wissen. Das heißt, Fiona wird jetzt auch abgeholt. Und wer ist wieder mal alleine hier? Ganz genau, Claudio. Das habe ich mir dabei auch gedacht, ganz ehrlich. So ein Prank zu machen, so jetzt kann ich daraus direkt 24 Stunden im Kindergarten machen, weil es war ja nicht so durchdacht von mir. Claudio, du wirst abgeholt. Bitte was? Ich werde abgeholt? Ich habe doch gar keine Eltern hier in Brookhaven. Beziehungsweise, wer holt mich denn jetzt ab? Aber ganz ehrlich, ich möchte es da rausfinden. Das heißt, ich würde einfach nach draußen gehen und gucken, wer auf mich da wartet. Hallo? Bist du Claudio? Oh mein Gott, wie jung er noch ist. Freunde, wer sind die denn? Ja, ich bin Claudio, aber eine Frage. Wer seid ihr eigentlich und was wollt ihr hier? Deine Eltern, lol. Ja, wer wohl? Meine was? Meine Eltern? Ich habe gar keine Eltern hier in Brookhaven. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber weißt du was, ganz ehrlich, ich möchte einfach wissen, was Sache ist. Ja, hallo Mama und Papa. Können wir nach Hause gehen? Wo ist denn das Auto? Komm, lass uns nach Hause gehen. Freunde, was ist das denn? Ich weiß nicht, was das soll. Zach! Ja, guten Zach. Was darf es sein? Eine Bestellung bitte oder was? Ja, ab nach Hause. Ja gut, wo geht's jetzt lang? Das würde mich jetzt interessieren. Einfach den Papa hinterher. Na, dann würde ich sagen, Papa hinterher. Ah, ich muss sagen, immerhin ein cooler Wagen. Ist das nicht ein Golf-Cadillac oder wie man das nennt? So. Wo darf ich hin? Ich darf hier hinten aufsteigen. So, oh, cool. Na dann, fahr mal los, Papa. Jetzt bin ich mal auf das Haus gespannt, was sie haben. Ist vermutlich so ein richtig cooles, großes Haus. So, wir sind hier angekommen. Ja, sieht nett aus, aber ihr habt ja nur eine Wohnung. Ich hätte gedacht, vielleicht hätten die ein Haus, aber... Na gut, ich will mich nicht beschweren. Eine Wohnung ist ja auch ganz cool. Okay, wir sind da. Ja, hab ich schon gemerkt. Das Auto ist stehen geblieben. So, ich geh mal rein. Boah, die Tür geht so schwer auf. Ah, wie cool ist das denn? Ein riesiger Plasma-TV, wie cool ist das denn? Und hier kann man Sachen einstellen, wie cool ist das denn? Also ich muss sagen, die Wohnung gefällt mir doch ganz gut. Oh, die Möbel sind cool und das Bett, wuhu, wie groß. Oh, gibt's hier noch was? Hier ist wahrscheinlich das Badezimmer. Das ist das Badezimmer, okay. Dann gibt's hier noch einen Kleiderschrank, wow, und einen PC-Raum. Oh, wie cool ist das denn? Aber eine Frage stelle ich mir immer noch. Wer sind die beiden und was wollen die von mir? Fühl dich wie zu Hause. Ja, zu ich, aber wer seid ihr und was wollt ihr eigentlich? Aber ist ja auch egal. Wisst ihr was, Freunde? Ich würde sagen, ich chill eine Weile und spiele ein bisschen und dann wird sich ja vielleicht herausstellen, wer die beiden sind. Oder ich belausche die beiden mal. Vielleicht stellt sich dann heraus, wer die sind. Papa und Mama, ich muss aufs Klo, ganz ehrlich. Ich bin im Kindergarten nicht auf die Toilette gegangen. Das heißt, ich gehe jetzt eben aufs Klo. Ist das okay? Okay, ich hoffe, du kannst ganz alleine gehen, lol. Ja, Papa, natürlich kriege ich das hin. Ich bin doch ein Großkind. So, ich gehe mal auf die Toilette. So, jetzt, Freunde, ganz langsam rein. So. Und ich verstecke mich hinterm Schrank. Ich tue so, als ob ich auf Toilette war. So.
Und jetzt will ich herausfinden, wer die sind und was die wollen. Vielleicht reden die jetzt darüber, was sie hier vorhaben. Oh mein Gott, unser neuer Sohn ist so cute. Ja. Hä, neuer Sohn? Was hat das denn zu heißen, neuer Sohn? Ich bin doch gar nicht euer neuer Sohn. Und die schreiben ja neuer Sohn. Was heißt das? War eine super Entscheidung, ihn zu adoptieren. Ja, mega. Oh, Freunde, ich weiß jetzt, was Sache ist. Anscheinend haben die ein Kind adoptiert, was auch Claudio heißt. Boah, ganz ehrlich, Freunde, ich löse das Ganze jetzt lieber mal auf, bevor die sich jetzt noch unnötig freuen und bevor das falsche Kind jetzt noch nicht da ist, mache ich mal wieder groß und tauche dann auf. Mama, Papa, ich bin fertig auf der Toilette. Und hier bin ich, euer kleiner Junge Claudio. Oh mein Gott, wer ist der denn? Hilfe! Moment mal, Polizei! Moment mal, was war das nicht gemeint? Ich habe mir nur einen Streich erlaubt, also ich bin gar nicht ihr Junge Claudio, der muss wahrscheinlich doch im Kindergarten sein oder irgendwo im Krankenhaus oder so, wo auch immer man ihn adoptieren kann. Oh nein, jetzt ruft er schon die Polizei an. Polizei, ja bitte herkommen. Oh nein, Freund, ich glaube, ich muss hier raus, also, oh nein, ganz schnell raus hier. Das war doch keine gute Idee, hier, irgendwie hier hinzugehen und die Leute zu pranken, weil anscheinend dachte jetzt wirklich, ich bin Einbrecher oder so. So, Freunde, ich hoffe, die finden noch ihr Adoptivkind, aber das mache ich bestimmt nicht wieder. Tschüss.